Eben, apropos Frauen, einen guten, gell? Einen Kaffee hast du versaut, willst du nicht mehr trinken? Mach ich denke auch gleich. Okay. Geile Sicht. Mit Dennis ist ja nicht mehr so aktuell, oder? Auf den Malediven, Schlussstrich gezogen, im Guten und so. Gut, du bist schon ein harter Krieger, dass du das auf den Malediven durchziehst. So etwas. Also, Respekt. Also, das würde mir nie. Da würdest du nicht wenig Leute daran denken. So. Nein, das ist eben so, wenn man die meisten machen Traumhochzeit und wir haben auch Traumtrennung gemacht. Oder? Mhm. Und es ist immer in 4,5 Jahren gegangen. Und wir sind gut. Morgen kommt sie wieder zu mir, kann Spaghetti essen. Es ist gut. Ja, wir haben es super. Ja. Es ist fast noch besser als früher. Respekt. Du musst manchmal Respekt. Im richtigen Moment im Leben, das kann ich den Jungen weitergeben, ist wichtig. Zu erkennen, wenn etwas anfängt und wenn etwas aufhört. Das musst du spüren. Und dann sparst du viel Zeit. Meistens machst du jede Beziehung, die am Schluss auseinandergeht, eh 2 Jahre zu lang. Aber du getraust dich nicht fertig zu machen. Oder? Seien wir ehrlich. Und nein, jetzt bin ich wieder Single. Ey. Wow, gibt es bei euch ein Single-Portal? Wir sind ein Single-Portal. Chris, wir sind ein Single-Portal. Cool. Willst du mal vorbeikommen? Endlich. Ja, hey. Hast du ja ziert bis jetzt. Komm. Melde dich noch bei mir. Ich brauche noch einen Au-pair. So. Ist das jetzt so? Der Chris von Roll geht jetzt wieder voll auf Pirsch. Die jungen Bambis. Nein. Aber jetzt muss ich noch etwas sagen. Ich habe nie gesucht in Finden. Wie der Picasso sagt. Du musst nicht suchen, sondern finden. Also ich gehe jetzt nicht, ich suche jetzt ein Girl. Nein. Entweder es kommt, es ist magnetisch irgendwo, ja, im Universum. Bang. Und ja. Über was? Sonst bleibe ich auch allein, weil ich bin auch gerne allein. Ohne einsam zu sein. Ich bin sehr, sehr gerne allein. Ich habe ein kleines Schloss, oder? Wo ich vom Westen Ostflügel oben, unten, Probelokal unten, Aufnahmestudio oben, kann mit der Band unten spielen, draußen einen Garten. Wunderbar. Mir ist nie langweilig. Nie. Das kenne ich gar nicht, das Wort. Wieso, bist du wirkst auf mich zum Teil wie so ein Guru. Du bist irgendwie so ein weiser Mann. Ich könnte stundenlang zuhören. Gibt es ein Thema, wo du absolut keinen Blass hast? Ja, ich bin jetzt nicht so ein guter Handwerker. Also wenn jetzt mit mir willst du reden, wenn man ein Haus genau umbaut, elektrisch und so, weißt du, wenn man das alles noch, muss ich auf die Lampe zeigen, wenn man das jetzt zusammenkabelt, dort staune ich immer wieder, wenn ich etwas Fertiges sehe, weißt du was? Dort könnte ich nicht viel sagen. Mein starkes Gebiet ist eigentlich Musik, also ich mache ja auch Coaching für Leute, die zu mir kommen. Das ist das Hauptthema Musik, Liebe, Frauen und Kind. Das ist so mein Main-Thema. Natürlich könnten wir auch über Literatur reden, was ich gerne lese. Und das ist ja auch klar, ich denke, was heisst du Guru? Heisst du, glaube ich, Lehrer. Oder? Und ich glaube, wenn du so mal 60 bist, dann hast du doch etwas zu erzählen aus deinem Leben. Und ich habe darum irgendwann gemerkt, Hindernis, Gegenwind ist Inspiration. Das ist Inspiration fürs Leben. Und wenn du das akzeptierst, dann kannst du mega viel lernen und dann willst du auch etwas weitergeben. Und es ist ja umso schöner, wenn du das einfach kannst. Weißt du, wenn du das kannst? Ich glaube, du bist einer, der wahrscheinlich mit der Jewel, deiner Tochter, wie alt ist sie? 12 oder 13? 13. Sie 13. Kommt, sie kommt heute, glaube ich, auch noch schnell. Ah, wirklich? Ja, sie kommt. Lernen wir sie auch noch kurz kennen. Ja, cool, genau. Cool. Ich glaube, du bist einer, der wahrscheinlich sehr ehrlich mit ihr redet, oder? Schon in frühen Jahren und ungeschminkt so über das Leben redet. Liege ich da richtig? Ja, aber ich dränge auch nichts auf. Weißt du, wie gesagt, ich habe es schon einmal gesagt, es ist Liebe und Beispiel. Gute Erziehung und nicht irgendetwas hineindrängen. Also, du sollst jetzt Musik machen, sondern das. Sondern ich bin vor allem viel am Lehren von ihr. Oder? Weißt du, ich mache, habe schon 13 Bücher so dick, wo ich immer aufschreibe, jede Woche, die wichtigen Statements, wie die jetzt in die Welt hineinwachsen. Irgendwann werde ich ein Buch über das machen. Weil das Faszinierendste finde ich, wie ein Kind in die Welt hineinwächst. Das finde ich sagenhaft. Das finde ich so etwas faszinierend, weil das ist etwas, was wir schon verloren haben, als uns die Alten gesagt haben, oh, weißt, jetzt kommt der Ernst vom Leben. Das Blabla. Oder? Und ich erinnere mich noch genau, wo das kam. Ich war mit zum Spielen gesehen, an einem Bächchen und so. Vater ist gekommen und gesagt, du, so gut, fertig, Ende, jetzt fängt der Ernst vom Leben an. Und ich dachte, oh Scheiße, was ist das, der Ernst vom Leben? Oder? Und Kind, das gibt mir so etwas von einer Inspiration. Und ich muss das noch mal schaffen, ein Kinderbuch zu schreiben, aber nicht für Kind, das habt ihr nicht nötig, es gibt genug. Aber für die Erwachsenen, dass die das verspülte Element, die Leidenschaft, die ein Kind hat, dass die das wieder ein bisschen mehr entdecken können. Aber verstehst du nicht viele Leute heutzutage? Ich meine, die Wirtschaft ist angespannt und viele sind arbeitslos, wissen nicht, die Steuern sollen zahlen und so weiter. Manchmal sind die Leute einfach verzweifelt. Die meinen das vielleicht gar nicht zu tun. Das ist ein hoher Konsumghetto. Wir leben so ja logisch, ist es Konsumghetto. Beverly Hills von Europa, Schweiz. Ja. Man muss mal wieder lernen, wichtiger Satz, weniger ist mehr. Das praktizieren wir in der Musik. Einfache Höhlenbewohner, Rock,
nicht neu erfinden, nicht der Frühling neu erfinden. Das müssen wir nicht. Nicht der Jack Daniels neu erfinden, Toblerone. Gut mit Leidenschaft das machen und die Interpretation alles reingeben. Und das ist der Punkt. Wir müssen wieder zurückfinden, weg von dem Konsumwahnsinn. Weil weißt du was? Wir sind im Grunde noch immer noch Höhlenbewohner, einfach mit Flatscreen und mit den digitalen Keulen. Das ist das, was wir noch sind, wenn man genau anschaut. Der Mensch hat sich nicht viel verändert, die Technologie natürlich schon. Wärst du glücklicher in der Höhle, in der Steinzeit? Ja, nein, ich habe ja ein happy Leben. Oder ich schaue nur die anderen an und denke, fuck du. Wenn ich morgen nach Hause komme, dann sehe ich die Leute, die arbeiten, denke ich. Wow, du, ich habe noch Glück gehabt. Weißt du, man muss es auch so sagen. Dankbar sein, weil es gibt andere Schicksale, andere Menschen, die einen schwereren Weg haben als ich. Oder? Und das ist schon noch krass. Oder? Wenn ich die befüllten Züge am Morgen sehe, wo die dort reingezwängt werden, dann gehen sie bügeln oder, für irgendeinen 9-to-5-Job. Das ist schon noch hart. Oder? Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wenn ich wieder nichts hätte und wieder anfangen würde, ich würde wieder ganz einfach, weißt du, ich habe in der Kommune gelebt früher, ganz einfach. Und hauptsächlich hatte ich eine Gitarre dabei gehabt, und wenn ich ein bisschen Musik gemacht habe, ist immer eine Frau gekommen, die gesagt, ja, wollt ihr noch ein bisschen Butter oder Mama, irgend bringen wir hier noch ein bisschen Melassen oder was auch vorbei. Es gibt immer einen Weg. Aber wenn natürlich Konsum, Geld und Status willst, dann gehst du einen Teufelspakt ein, das musst du sehen. Außer du bist gerade ein super Erfinder, der gerade Millionen aufs Konto schneidet. Ja, aber das ist ein Problem, oder? Wir alle machen so den Pakt mit dem Bösen. Ja, das ist so. Die wenigsten haben Mut zum Ausbrechen. Vielleicht ja, aber ich sage, wagt es. Es ist, lebt euren Traum. Das ist schon fast ein Schlusswort. Lebt euren Traum, lasst euch nichts gefallen und geht auf diesen verdammten Weg. Weil es lohnt sich. Und Hindernis kannst du in Inspiration umwandeln. Weil der gegen Strom schwimmt, kommt Muskeln über, nicht der mit dem Strom schwimmt. Okay. Schönes Wort, aber noch nicht kein Schlusswort. Eigentlich kannst du noch, so, haben wir noch rumlaufen. Ne? Können wir das machen, Kamera mal, Fabio? Ja, laufen bin ich nicht so Fan, aber nehmen wir Angst an, steh noch schnell auf die Bühne. Komm. Auf die Bühne stehen? Wir können da weiterreden, wir können reden. Und 5 Minuten erst hier, weil da ist jetzt so Weltklasse dabei. Das ist Weltklasse, ja? Das ist das Wichtige. Ja, wir haben schon gesagt, müssen wir noch schnell über die Musik reden und dann tschüss. Voll. Ja, gehen wir zu der Bühne. Ja, kennst du den Weg? Nimm den Äpfel doch mit, ist gut. Ja. Der Kaffee hat er übrigens nicht getrunken, gell? Mal, ja, nimm ihn mit. Was, bin ich der Kaffeeträger jetzt? Ja. Du kannst dir mal sagen, ich habe Chris Fonner seinen Kaffee gedreht.